Genau, ich sag's mal so, ja? Was? Ich. Willkommen zurück, Kinderlein, hier zu Spec Ops The Line. Ich bin ja gerade, ihr wisst schon, oder ihr wisst noch, in dieses Hotel reingestürzt. Und es ist so crazy, überall ist Sand und so. Und es ist wow! Ah ja, stimmt, da oben kommen sie ja noch. Das haben wir letztes Mal noch erlebt, glaube ich. Lass mich doch mal kurz hier hin, okay? Geh mal zur Seite. Lass mal ein Fahrt hier dahin. Easy weggehasselt hier, krass, Mann. Ist halt natürlich mein harter Oh! Mein Skill. Mein krasser Skill lässt mich natürlich nicht im Stich. Ich habe gerade eben auch noch eine Runde CSGO aufgenommen. Deswegen bin ich eh schon, ich sag jetzt mal, total aufgewärmt hier. Ja, ich schmeiß mir nochmal Granaten. Ja, oder so. Puh, ich hab ja keine wahrscheinlich, ne? Ja, ich hab keine. Wie bitte? What? Leute. Okay. Der vom Geschütz muss natürlich mal weg, ne? Ist klar. Au. Oh. Was soll ich aufschießen? Das Glas? Das ist ein Glas. Alter! Ich bin ganz ungeschickt hingefallen. Ah, das ist schwierig. Die Mission ist, ziemlich schwierig. Also, dieses Mal werden wir natürlich ganz vorsichtig an die ganze Geschichte rangehen. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wir machen erstmal den da weg. So. Ganz gemütlich. So, mal den da weg. Ich schieße ihn in die Wand. Ja. Mach das doch mal nicht so aus. Ich bin doch da. Party ist doch da. Guck mal, greif gleich mal selbst an, dass ihr was zu tun habt. Ich muss mal eben dieses Geschütz hier checken. Leertaste. Wieso geht das also? Boah! Ich hab ihm auch wieder den Kopf zertrümmert. Okay, das ist natürlich eine Stelle, die mir sehr gut gefällt in dieser Mission. Oh, ist wieder langsam heiß an dem Geschütz. Gehen wir die mal weg? Ja. Wenn die hier im Sand geboren oder was? Warum kommen die hier aus dem Sturm? Bleib doch mal. Bleib mal im Sturm drin. Sehr gut, Männer. Männer, ich werde angeschossen. Zählt nicht. Alle nach draußen. Okay, aber sie, aber nicht gegenseitig abknallen, Leute, gell? Das fände ich nicht, gar nicht mal so lustig. Also ich gehe vor. Ich nehme an, die können mich auch nicht sehen. Okay, gut. Ja, mach doch nichts. Mach einfach die Augen zu! Ja, da ist doch einer. Ich sehe doch, wie er da sitzt. Guck mal, wie er da sitzt und dich nicht killen lässt! Selbst die Kugeln fliegen nicht gerade. Weiß ich nicht, wo sind wir überhaupt? Desmond, der Mondbär, ich bin hier hingekommen. Ja, ich gehe einfach alleine vor. Scheiß doch drauf, Mann. Scheiß der Hund drauf! So, ich bin zufrieden. Leute. Wo seid ihr? Mist. Ich werde einen Monat lang Sand spucken. Tja, nicht mal Mut zulassen sollen, ne? Jede verlorene Minute kann darüber entscheiden, ob ein Soldat lebt. Scheiße, aber jetzt, war das jetzt blöd? Oder war das jetzt, ist gerade wichtige Information verloren gegangen? Nee, oder? Nee. Aber Vorsicht, Gentlemen, wir sind hier nicht allein. Okay. Psst, nicht so laut. Die können uns hören. Psst, die können uns verschissen nochmal hören hier. Euch auch. Riecht ihr das? Hier unten hat definitiv mal einer gelebt. Was man so Leben nennt. Ich nenn's Überleben. Es war schon seit den ersten Stürmen so. Das Leben ist hart, ist aber kein Grund, Soldaten zu killen. Der Amerikaner oben hat ihnen einen geliefert. Ja, aber warum? Wüsste ich auch gern. Was haben wir hier? Da vorne ist Licht. Genau. Aha. Du bist der Boss. Ich hab's all die Jahre gewusst. Wir haben auch Licht hier in Dubai. Ist krass. Wir sind ja auch im Financial Center. Klar, dass da Licht vorhanden ist, auf jeden Fall. Das ist ein Muss hier. Vor allem auch für die Drucker. Da braucht man viel Licht, um die zu bedienen. Sieht aus wie ein Lager. Von hier haben sie vermutlich. Ich geh mal rein. Kommt mir nach. Krass, ohne die ganzen Kerzen her. Alter Verwalter, die Wachsrechnung will ich aber nicht sehen. Und cool bleiben. Hier unten gibt es Zivilisten. Okay. Seht ihr diese Scheiße? Seidenvorhänge, Tafelsilber, Kristallgläser. Wo? Scheiße, die haben auch ein Piano? Was? Ich hab den falschen Job. Lugu, still. Sorry. Ich suche das Piano. Wo ist das? Leute, wo ist das Piano? Ist das hier unten drunter? Okay, komm schon. Wir müssen jetzt ganz gemütlich hier einfach mal durchschlappen. Ich sehe da zwar keine Zivilisten. Die haben irgendwas mit Zivilisten gelabert. Ich sehe hier keine Zivilisten. Oh, Kinder mit ohne Augen. Soldaten wurden massakriert. Nein, sieh dir die Anordnung an. Das war eine Exekution.
Wie die Kabuler Todesschadronen. Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Hier ist er. Folgt mir und seid leise. Is this somebody? I wanna shoot. Wir machen so weiter, bis sie mir sagen, was ich wissen will. Wie viele Soldaten sind beim Wasserdepot stationiert? Halten Sie sich ran, Agent. Die 33. ist schon unterwegs. Die Damned wird sie nicht retten. Als die Damned desertiert ist, hat sie ihre Eier verloren. Idiot. Hier wäre es friedlich, hätten sie nicht die Leute aufgestachelt, wieder Soldaten zu töten. Habt ihr gemeint, wir wehren uns nicht? Wir hatten es gehofft. Die CIA fängt nichts an, was sie nicht beenden kann. Das könnt ihr jetzt beweisen. Ich sag nämlich gar nichts mehr. Nein! Was? Nicht feuern! Die Waffe runter! Sehe ich so dumm aus? Nein, und deshalb werden sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? Scheiße! Walker! Fuck, ich hab einfach geschossen! So im Spaß, wisst ihr, so im Spaß! Dumm aus? Nein, und deshalb werden sie die Pistole woanders hinrichten. Nehmen Sie erst Ihre runter. Daraus wird nichts. Haben Sie einen Namen? McPherson, First Lieutenant. Sie? Walker, Captain. Wir fanden Ihren Freund im Flugzeug. Er sagte uns, wo wir sie finden. Ach ja, wo ist er? Er hat's nicht geschafft. Wieso wundert mich das nicht? Denken Sie, wir haben ihn getötet? Habe ich nicht gesagt. Sie sagen überhaupt nicht viel, Lieutenant. Artikel 4, Captain. Sprechen Sie mit meinem Commander. Und wo ist er? Im Moment ist er vermutlich unten. Ja, bestimmt. Warten Sie doch hier. Ich hole ihn. Wo geht denn der hin? Ich glaube, dass da jemand hochkommt. Wisst ihr? Check die Leiche. Das ist natürlich jetzt eine Schweinerei von dem, einfach mal abzuzischen hier. Oh, Granaten. Sehr schön. Nicht immer gut geworden. Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Und wie schmeißt man die nochmal, die Granate? Ich hab's vergessen, Männer. Wieso? Ich erschieß keinen US-Soldaten. So schmeißt man sie. Und wir können ihm zur 33. Kuh. Folgen. Okay, gut, dann gehen wir mal nach runter zur 33. Denn wir müssen auch mal vorankommen hier, ne? Nicht immer nur in die Luft schießen und so. Ach, so ist es. Verdammt. Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Da sind sie. Hey, Leute, ich wollte doch nur kurz... Ich wollte nur ganz kurz nach euren Sachen gucken, auf einmal schießen sie auf mich. Welche von uns? Es war Notwehr. Das macht's auch nicht besser. Was macht ihr denn hier? Wir können ja Hilfe, weil sie beide stehen da so... Fuck, das sind welche. Ich glaube, die greifen uns gleich an. Oh nein. Hören wir uns mal an. Wie schon bei Ankunft berichtet, ist die Situation in Dubai trostlos. Gelinde ausgedrückt. Die Zivilisten sind wie Geier. Die stehlen, randalieren. Einer wurde wegen einer Dose Limo aufgeschlitzt. Hier herrscht Chaos. Soldaten gehen nach Kriegsrecht vor. Das macht es nur noch schlimmer. Keine Chance, das HQ aus der Sturmwand raus zu erreichen. Agent Daniels ist abgereist, um Bericht zu erstatten und weitere Anweisungen einzuholen. Langley wird das alles nicht gefallen. Schätze, das werden sie uns heimzahlen. Hört sich natürlich hart an. Ich nehme an, so ist es halt auch einfach mal im Krieg, nicht wahr? Das ist unser Ausgang. Los! Ach Gott, ich habe immer Schiss, dass ich Granaten schmeiße. Auf Q schmeißt man Granaten. Wisst ihr, ich will auf Q die Waffe wechseln wie bei Counter-Stricken. Das ist halt schwierig. Das ist schwierig. Könnt ihr verstehen, hoffen. Eine M4A1. Gerade von Counter-Strike haben. Okay. Muss nachladen. Habt ihr auch ein bisschen mehr Munition? Ne? Leute, könnt ihr vergessen. Nehme ich 1000-mal lieber die AK, habe ich. Also, was haben wir denn hier? Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Was? Die 33. jagt Zivilisten? Leute. Hört mal auf, Zivilisten zu jagen, okay? Oder ich muss ausrasten. Ich wollte doch gerade ausrasten. Extreme Mode activated. Bam, bam. Bam. Deine Mutter tötet jemanden, wenn ich sie nicht töte. Na. Oh, na. Easy, Mann, wie locker ich das hier mache. Es ist manchmal erschreckend. Oh, fuck, das ist eine Granate, Leute. Ich war fast gestorben gerade. Ich bin tot. Ich will einfach mal so behaupten, dass hier feinfühligeres Vorgehen angesagt ist. Erstmal mit der Pump schön daneben schießen, klar. Und dann Waffe wechseln, drüber springen. Hingehen, Headshots geben. War kein Headshot, macht nichts. So.
Bei einschalten, ich bin auch jemand, der schießen kann. Hört auf! Der diese fucking Grenade. Oh no, oh no. Weg, weg mit dir! Wie sie einfach Granaten schmeißen, Mann, Friendly Fire und so. Hier ist meine Granate für euch, ihr Pisser. Ich bin schon wieder tot, okay. Friendly Fire ist mir gerade mal egal, Kinders. Ich habe noch eine Granate am Start. Achso, das ist nicht das Granatending. Moment mal. Ah, jetzt habe ich sie geschmissen. Ha! Tja, jetzt bist du geflasht, nicht wahr? Was mache ich mit der Pump auf die Entfernung? Guck mal, ich bin richtig am Schwitzen. Es ist wirklich heiß hier. Und er bekommt übelst die Pickel. Easy peasy, lemon squeezy, Mann. Oder noch mehr, oder was? Ich komme jetzt mal zu euch. Ich klatsche euch mal ordentlich hier meine Dinger um die Ohren. So, hier, ein bisschen Feuer für euch. Ah! Niemand geht irgendwo rein, ich gehe vor. Das reicht mir jetzt mit der Stelle hier. Auf genug gespielt. Oh, oh, was ist man hier? So, Leute, ist jetzt endlich Ruhe. Ah, fuck, sorry. Sorry, Leute, wollte ich nicht. Also, das Granatenwerfen da ist und man sonst bei Counter-Strike die Waffen wechseln, ist nicht wirklich eine Schweinerei. Oh. No firearms in camp. Ich würde sagen, die knallen wir erstmal ab, um zu gucken, ob das nicht eine Lüge ist. Nee, ist natürlich tragisch. Da wurden bestimmt einige Leute ganz grundlos abgeschlachtet. Richtig brutal. Oder brondal, wie die Brutalen sagen. Was? Das ist so eine Klagemauer hier. Okay, ah, nee, ganz viele Vermisste. Stopp, da hinten ist bestimmt was versteckt. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Okay. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Achtung, jetzt sehen wir irgendwelche Leute, die irgendwelche anderen Leute abschlachten. Oh mein Gott, mach's nicht auf! Wow, voll die Schlachtung. Hört ihr das? Da hat der Frau aber ordentlich Spaß. Kinders, ich sag's mal so, ja? Was? Ich... Bis jetzt ist es spannend. Und ich würde sagen, und deswegen müssen wir hier auch mal eine kleine Unterbrechung machen. Aber 15 Minuten sind einfach optimal. Was laberst du mit mir? Also von daher, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Auf jeden Fall Daumen hoch geben für meine ultra krassen Skills. Guck mal. Darum bin ich zur Delta Force gegangen. Wegen der Rumsteherei. Merkst du was? Bis dann. Macht's gut. Was? Die Fresse, Mann. Ciao.